Hallo zusammen, ich habe heute einen VW-Bus bei mir. Und zwar ein VW-Bus, wenigstens der Kühlschrank von 1992. Wie komme ich auf das Alter 1992? Wir haben hier den alten Kompressor drin, der lief noch mit R12. Und hier oben drin ist eine Zahl eingestanzt. Das D20A. Und hier unten aus dieser Zahl hier lässt sich das Datum erkennen. Das ist die Woche 20-2E. Sprich, das heißt so viel wie, dass der Kühlschrank in der 20. Woche im Jahr 92 produziert wurde. Das ist die passende Steuerung dazu. Und dieser Kompressor hat ein Serieproblem. Der Magnet, der hier drin ist, entmagnetisiert sich mit den Jahren und dann kann der Kompressor nicht mehr starten und läuft nicht mehr sauber. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass zum Beispiel VW sagt, so ein Kühlschrank kostet 2.500 Schweizer Franken. Da kann man den ganz kaufen, aber passt nicht. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben die Kühlmaschine rausgelötet, Kompressor neu eingesetzt und dann noch einen Filtertrockner und so einen Signalverstärker. Wir sehen jetzt hier, das ist der Kompressor, das ist, man sieht vielleicht, ein BD35K. Der BD35K läuft jetzt mit dem organischen Kältemittel R600A. Dann haben wir hier einen neuen Filter eingesetzt. Dann die Steuerung ist die 12212. Man sieht es hier kaum. Die Steuerung ist die 101N0212. Hier wird auch eine 650er gehen. Und dann haben wir hier ein Signalverstärker, weil die alte Steuerung hier, da kommt hier auf T ein Kabel an von der Steuerung von California, also Westfalia, und der hat 5 Volt. Das kommt hier auf diesem braunen Kabel an und wenn ich dann hier 5 Volt kriege, schaltet der Kompressor nicht ein. Aus diesem Grund müssen wir das hier mit diesem Signalverstärker ergänzen. Der Kühlschrank, der kommt jetzt hier wieder oben drauf, wird hier angeschraubt. Der Deckel hier hat der Kunde nicht mitgeliefert, da muss dann der Kunde den Deckel wieder einsetzen. Wir machen solche Umbauten. Jetzt handelt es sich hierbei um ein Electrolux-Kühlgerät. Wir machen hier ein Kompressor-Ersetzen in den Winterzeit. Also während der Sommerzeit nicht mehr. Also jetzt noch kurz machen wir das und dann müsst ihr, wenn ihr niemand anders findet, der euch den Kompressor ersetzt, müsst ihr warten bis im Herbst. Uns den Kühlschrank schicken und wir bauen den Kühlschrank, ersetzen den Kompressor innen drin mit der Steuerung und eben was sonst nötig ist. Ich mache euch hier ein Video über diesen Signalverstärker und dann wünsche ich euch einen schönen Tag.